Hi Freunde, willkommen zurück zu meinem allerersten Umzugsvlog. Es geht für mich, falls ihr es mitbekommen habt, nach Dubai und ich freue mich so krass. Es sind so spannende Wochen für mich jetzt, die jetzt anstehen und ich habe versprochen, ich nehme euch mit. Erstmal will ich Danke sagen für das ganze Feedback und die ganzen lieben Worte, die ihr mir geschrieben habt, so dass ihr mir Glück wünscht, dass es ein krasser Schritt ist und das ist in der Tat ein krasser Schritt, einfach ins Ausland zu ziehen. Es fiel mir jetzt nicht so einfach zu sagen, ich drehe jetzt einfach mal Deutschland dem Rücken zu, aber man muss tun, was man tun will und was das Herz einem sagt und ich bin einfach gespannt und ich freue mich so krass auf die kommende Zeit. Für mich geht es jetzt in den nächsten Tagen. Ich werde einfach mehrere Tage zusammen machen nach Dubai und da werde ich euch einfach ein bisschen mitnehmen auf Wohnungssuche, was ich so ein bisschen erlebe, um euch so die erste Phase zu zeigen, weil noch bin ich ja in Deutschland und noch habe ich ja hier meine ganzen Sachen und ihr seht ja, es wird immer leerer. Findet ihr, steht mir dieses Outfit? Ich trage einen Blaumann. Ich so, gotta stay stylish, right? Wenn ihr euch auf diese Serie freut, hinterlasst mal allen einen fetten Daumen hoch und schreibt einen Kommentar. One sec. Schreibt einen Kommentar, was ihr sehen wollt, was euch interessiert, welche Fragen ihr habt, alles Mögliche. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren für viele weitere Umzugsvlogs, um erster Hand zu erleben, wie ich mich neu einrichte in einem fremden Land, in einer neuen Stadt. Und wenn ihr das alles sehen wollt, hinterlasst einen Daumen hoch und ich hoffe, ihr freut euch einfach gemeinsam mit mir. Hier sind meine ganzen Utensilien und ich werde jetzt weiter Sachen abbauen. Meine Freunde helfen mir alle beim Umzug. Ich bin extrem dankbar, sie zu haben. Und ja, let's go. Ey, guckt euch mal an, was ich gerade bekommen habe. So ein Welcome to Dubai Cake. Ich komme nicht drauf klar. Also, das ist viel zu lieb, ich fühle mich schon wie zu Hause. Sie haben mich so gefragt, was ich essen will und ich so, könnte ich irgendwie alle Desserts haben? Jetzt habe ich hier einen Chocolate Cake mit so Würfeljellies. Das ist, glaube ich, aus so einem Beerenkompott. Dann habe ich hier noch ein paar Fresh Fruits. Ja. Ist ein Traum, wir haben ein Tageslichtbad und das ist so schön, alles aus richtigem Marmor. Was mir an der Wohnung gefällt, ist die Tatsache, dass es so schön hell ist. Dann gehen wir hier durch den Flur, ich werde hier so eine schöne Galerie machen. Also hier kommen auch die ganzen Wohnungen mit Waschmaschine und Trockner. Und so schön, ich liebe das. Ich hätte es sonst vermisst, wenn das nicht so wäre wie bei mir in der Wohnung. Ach, so schön. Ich komme nicht drauf, ja. Hier bekommt man definitiv mehr für sein Geld. Also ich zahle hier viel weniger für diese Wohnung als in Berlin und habe noch den Luxus eines Swimmingpools, eines Jacuzzis, eines riesigen Sportstudios. Was hat man noch alles? Security, man kriegt Parking, alles im Preis enthalten und es ist echt, also sowas kriegt man nicht in Deutschland. Also die Deckenhöhe hatte 4 Meter. Ich finde es halt einfach so krass, also dass ich halt diesen Schritt jetzt mache. Ich komme nicht drauf klar. Tue ich das wirklich? Jetzt Future Sammy, wenn du das hier siehst, ich hoffe, du hast alles erreicht, was du erreichen wolltest und bist glücklicher denn je. Ich finde es immer so schwer, so unterwegs, wenn ich im Uber sitze, zu vloggen, aber ich habe soeben, sowas kann man einfach Perso nennen.
Ich habe gerade eben meinen Emirati-Perso bekommen. Ist nicht zwei durch. Einfach Residence Identity Card. Das ist so ein krasser Moment. Ich habe es gerade eben im Emirates Post Office abgeholt. Das gefühlt am Arsch der Welt liegt. Ich sehe einfach aus wie ein Otto. Ich habe so schöne Fotos gemacht. Aber irgendwie haben sie das Foto von... Keine Ahnung. Jetzt wollte ich gerade eben bei dieser Bank hier ein Bankkonto eröffnen. Das einzige Problem war, ich habe schon seit einer Stunde zu. Ich werde jetzt das erste Mal mit der Bahn fahren, weil ich das bis jetzt noch nie gemacht habe. Die sieht hier so abgespaced aus. Es ist so riesig. Aber es gibt ja auch ein Urban Transportation Tyson Sips. Gehört so viel zum Auswandern dazu, welche Termine man wahrnimmt, wo man überall hingehen muss, was man alles für Papiere braucht. Puh. Ja, und der letzte Schritt ist jetzt eigentlich nur noch ein Bankkonto und dann eine Wohnung zu finden. Ich will jetzt mal in Richtung Downtown fahren. Also das System ist eigentlich voll easy. Es gibt einfach eine Green Line und eine Red Line und eine Orange Dubai Tram Line und eine Monorail. Ist ja wie beim BVG. Es gibt auch verschiedene Ticketarten, die man sich kaufen kann. Also, und das relativ günstig. Das Ganze hat mich jetzt umgerechnet 1,50 gekostet und ist jetzt für eine Zone gültig. Okay. Hey Friends, ich war jetzt den ganzen Tag unterwegs und ich habe noch nicht gevloggt. Sorry, dass ich mich immer so einlogge und dann immer so mal so ein Update mache, aber solange ich noch nicht hier wohne, bin ich eigentlich dauerhaft nur von A nach B, Dokumente sammeln etc. Und deswegen dauert das halt und kann ich nicht so gleichmäßig vloggen, wie ich es gerne tun wollen würde. Gerade eben haben wir so einen schönen Sonnenuntergang gehabt, der ist jetzt leider hinter den Wolken. Aber ich verspreche euch ja, sobald ich in Dubai bin, werde ich wieder richtig vloggen. Was gibt's Neues? Ich habe heute zig Unterlagen für die Bank besorgt, weil sowas braucht man. Und das ist gar nicht so einfach in Dubai. Aber ich werde sicherlich noch ein umfangreiches Video machen, erstmal eine Bank zu finden. Vor allem gefühlt, jeder hat Ahnung, aber nicht jeder hat Ahnung. Den erzählt dir was anderes, der sagt dir, du brauchst das. Dann sagt dir der, du brauchst das. Es ist manchmal echt anstrengend, aber ich meine, wenn man das alleine macht, dann ist das halt so. Das kommt nichts von selbst. Ich gehe gleich was essen und dann gehen wir erstmal essen und dann wollen wir Sport machen. Was gibt's hier auf Instagram Neues? Let's check. Was sie mir schreibt auf Instagram. Und das ist so aufregend, ich fieber mit dir. Das ist so krass, dass euch so meine Reise nach Dubai so krass packt und ihr einfach so richtig dabei seid. So eine schreibt, funny how I don't understand anything you're saying, but I'm still obsessed with watching your videos. Ich muss echt nur ab und an mal ein bisschen mehr Arabisch reden. Es sind halt sehr viele Araber, die mir dann schreiben und Sachen kommentieren. Aber beschweyo, beschnipp dann, galimbal Arabi. Okay, ich muss mich, glaube ich, jetzt mal. Muss ich? Okay, ich geh schon mal runter. Jemand, der mitdenkt, der hat gerade einfach das Radio ausgeschaltet. Ist doch klar, Copyright Strikes. Ich meine, ich habe ja auch schon mal gevloggt, sagen wir mal. Ich habe ja selber einen Kanal. Ich weiß. Wohin gehen wir jetzt gerade? Wir gehen jetzt hier erstmal ins Mercato Mall, heißt das. Okay. Ist einer meiner Lieblingsmalls in Dubai. Habe ich noch nie gehört. Jeder Mensch da draußen kennt wahrscheinlich nur Dubai. Dubai hat knapp 60 Malls. Oh. Ihr kennt drei bestimmt, ne? Ich kenne nur zwei. So Emirates Mall, den Mall of Emirates und Ding. Dubai Mall, ne? Ja, genau. Boah, ich finde ihn noch Weil die kleineren hier, die sind so schön Boutique, die finde ich besser. Hm. Und fühle ich mich auch wohler. Aber wie gesagt, keine Werbung, ihr müsst da nicht hin. Thank you.
gar nicht, wie ich das hier heute starten soll. Ich meine, heute ist so der erste Tag, wo ich die meisten Sachen wegbringe und da hinten wird schon auseinandergebaut. Ich habe heute erstmal meinen ganzen Kleiderschrank eigentlich förmlich gespendet. Ich habe das an zwei Organisationen gespendet, die hier in Berlin eben auch Kleiderkammern haben für sozial benachteiligte Menschen, die eben nicht das Geld haben für Klamotten. Und ich habe da, glaube ich, 85-90% meines Kleiderschrankes einfach gespendet. Und der Freund meiner Schwester richtet sich gerade sein neues Büro ein und dementsprechend hat das ganz gut gepasst, dass er die ganzen Sachen von mir übernimmt. Also sowohl Couch, als auch die ganzen Pflanzen, die ganzen Bilder, Fernseher, Geräte und alles drum und dran. Sieht hier aus wie ein Chaos, aber ich will euch einfach mal die Realität hinter einem internationalen Umzug zeigen. Das könnt ihr hier noch nicht sehen. Das war nämlich eine Idee, die ich jetzt hatte spontan. Ich habe geträumt und mir alles aufgeschrieben. Aber so sieht es hier gerade aus. Das hier sind so die Sachen, die mit nach Dubai gehen. Die ganzen Koffer sind gepackt. Das hier sind so Klamotten, die ich jetzt auf Insta-Story verkaufen werde. Oh mein Gott. Also ja, es sieht halt einfach so chaotisch aus, aber that's the reality. Dubai. Ich freue mich so krass auf diesen Abschnitt. Also, wie ich euch ja schon in meinem Ankündigungsvideo gesagt habe, ich wollte das jetzt schon seit 8 Jahren machen. Ich war einfach noch nicht so bereit. Ich konnte mich nicht so von meiner Familie, meinen Freunden trennen. Aber jetzt, wo ich einfach weiß, okay, weißt du was, Family kann mich immer besuchen kommen, ich kann jederzeit auch immer wieder hierher kommen, weil ich habe ja auch viele Fragen bekommen von wegen Sammy, wie lange hast du denn vor, in Dubai zu bleiben? Es ist jetzt erstmal permanent, also ich habe jetzt auch nicht vor, zurückzukommen. It takes a village to move to another country. Hi guys! Hey! Hi! Hello! Na, und wie gefällt dir die Arbeit? Macht Spaß? Also, wir sind gerade dabei, die Wohnung weiter auszuräumen. Und es wird langsam leer. Das hier ist mein Office. Es war mal, guck dich mal das an. Ich musste meine Pokémon mitnehmen. Das ist nicht so, soll ich die wegwerfen? Verschenken? Was soll ich tun? Und ich habe mich entschieden, sie zu behalten. Ein paar der Sachen kommen halt ins neue Office. Aber ich werde es voll vermissen. Jetzt kann ich euch ja endlich auch mal die Aussicht zeigen. Das war mein Wohnort hier in Friedrichshain. Ich habe so eine schöne Terrasse. Da oben habe ich halt noch das Dach. Das war echt eine schöne Wohngegend hier, muss ich dazu ganz ehrlich sagen. Aber viel zu teuer für das, was man bekommen hat. Neuer Tag, neues Glück. Ich sehe verschwitzt aus. Lami ist hier am Putzen. Ich hatte heute das Glück, dass die Reinigungsfirma, die heute dafür zuständig gewesen wäre, meine Wohnung aufzuräumen und zu putzen, 10 Minuten vor Termin abgesagt hat. Aber zum Glück. Oh Gott, ich sehe auch. Ich sehe auch so scheiße aus, but who cares? Also, Tee minus 9 Tage zum Umzug. Horror, diese Wohnung zu putzen. Dann hat jetzt die ganzen Böden gewischt. Ich bin gerade dabei, die Toiletten zu wischen. Das könnte jetzt ein Clean With Me Video werden hier. Und saugen muss ich auch? Nicht saugen, das mal kurz. Okay. Zum jetzigen Zeitpunkt interessiert es mich ehrlich gesagt gar nicht, wie ich aussehe. Ich habe gestern noch bis um 2 Uhr morgens gereinigt und ich habe ja eigentlich auch kein Bett, wie ihr unschwer erkennen könnt. Das war hier mein Ankleidezimmer mit Schlafzimmer. Ich wollte dann auch Lami nicht wecken. Funny story eigentlich, weil ich eigentlich bei ihr übernachte. Und dann wollte ich sie nicht wecken. Und ich habe dann tatsächlich auf dem Boden geschlafen. Ich habe einfach eine Decke hingelegt und einfach auf dem Boden geschlafen. Ich habe so steifen Nacken. But I'm good. Ich habe die ganzen Lichter abmontiert, also nicht ich, sondern Freunde von mir. Ich habe gerade eben das Bad geputzt. Der Kühlschrank ist auch geputzt. Der hier glänzt auch. Die meisten Schränke sind jetzt eigentlich auch schon leer. Voll verrückt, wenn ich bedenke, so hier waren mal alle meine Sachen. So viel zum Update zum heutigen Tag. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter putzen. Und ich habe dann noch eine Besichtigung. Ein Nachbar von mir möchte sich die Wohnung nämlich anschauen. Wir haben hier alle einfach eine Überraschungsabschiedsfeier gefeiert. Uns einfach jeder hier, Shanti, Marvin, Vater.
komme ich drauf klar. Guck dich mal diese Torte an. Oh Mann, ich habe hier schon die ganze Zeit rumgeheult. Morgen aller Morgen. Mein Gepäck wird jetzt verfrachtet. Ich bin so müde. Bin seit 5 Uhr morgens wach. Ja, kommt nicht noch dabei mit. Heute ist Abreisetag für mich und wie ihr sehen könnt, stehen wir hier gerade alle auf der Straße, weil wer hat seinen Hausschlüssel vergessen, um seine Koffer eigentlich hier in der Wohnung abzuholen? It's me. Und jetzt warten wir alle hier. Jetzt müssen wir hier alle warten. Und alle sind mitgekommen, um nochmal Tschüss zu sagen. Papa! So, jeder zeigt mir jetzt seine geilsten Dance Moves. Okay, that's all. Jetzt du. Ja! Oh, oh yeah! Oh, yeah. Mari! Ich kann nicht. Wow. Du bist so richtig angewidert. Oh, geil. Oh, süß. Wow, das ist das letzte Mal in dieser Wohnung. Oh, einen Moment. Mir wird es jetzt gar nicht so schwer fallen, Tschüss zu sagen. Ich werde diesen Vlog aber jetzt einfach so lassen, wie er einfach ist. Ich werde das jetzt nicht verschönern, das ist ein Abschied. Also, ich bin ja immer noch hier, aber auf dieser Welt, aber trotzdem ist es schwer. Ich sehe aus wie ein Opfer. Aber ich habe gerade allerdings. Mann, ich sehe so scheiße aus. Ich bin der hässlichste Heuler ever. Ich komme aber nicht drauf klar. Da ja, habe ich schon Tschüss gesagt. Oh, Miri kommt bald. So, who's gonna come visit me in Hamburg now? Also, ich liebe die Grinch. Ich bin so ein Opfer. Das wird ein schöner Neubeginn sein. Ich dokumentiere einfach diesen Moment, weil das ist halt einfach nur. Das sind halt einfach Emotionen und einfach nur die Tatsache, wie alle dann noch zum Bahnhof gekommen sind und mich verabschiedet haben. Ich meine, am Ende des Tages bin ich ja nicht aus der Welt. Weißt du, wir leben alle weiterhin, aber das ist so trotzdem der ganze Abstand zu allen ist halt, ja, keine Ahnung. It's 6 hours. Ja, Enisa ist jetzt noch hier. Ich hab auch gemeint, don't judge me, bye. Na, also, keine Ahnung, ich bin so unglaublich dankbar, solche Menschen in meinem Leben zu haben, so eine Familie. Diese Menschen bedeuten mir einfach so viel. Und du bedeutest viel für dich. Ja. And this is just to be grateful. Dankbar. Ja. Dass man hat sowas. Und dein Weg geht weiter. Jetzt haben wir genug geweint. Aber jetzt sind wir ein bisschen ruhig. Aber ich denke jetzt, Flughafen. Ich so überall nur Tränen, weil mir das Ganze hin ist. Nein, das ist ja, Flughafen. Boah, dann ist ciao. Das Tschüss Deutschland. Ganz in Deutschland, nicht nur Berlin. You'll be fine. Gepäcker. Er hat den Koffer. Koffer. Ich so weiß nicht, was ich tun soll, aber du musst einfach zahlen. Alle kommt, wir besuchen dieses. Ich bin immer in Dubai. I feel like I'm always in, okay, at least once a year I'm in Dubai. So at least once a year we'll see each other for a longer period. Und kommst du mit Simon einfach? Ja, Simon liebt Dubai und er hat Simon überzeugt, dass wir nach Dubai ziehen. Okay Leute, jetzt habe ich Probleme, ich muss nach Dubai. War alles gut. Ich habe auch umgezogen von Schweden. Boah, das ist so hart, oder? Ja. Bro, meine ganze Familie, alle, mit Babys, kleine Babykinder, meine Schwester, alles. Aber das ist einfach so, weißt du, was das Ding ist? Leute, wenn man sieht, dass deine Familie, die leben, die haben das gut. Wenn du siehst,
siehst, dass alle, die sind da, die sind glücklich, die haben das gut, du freust dich. Ja. Weißt du, was ich meine? Das so, they're good, I'm good, you know, thank God, and we're all good. I'm talking like to both of you guys. Komm, ich bin die ganze Zeit nur am Heulen. Der letzte Flug. Aber ich tue das, was mein Herz mir sagt und was mir mein Gefühl sagt, das ist der richtige Weg. Mir fällt voll verdammt schwer, das zu sagen, ey.